Also ich bin selber durchs Internet auf den Beruf gekommen damals. Habe mich selber auch zunächst als Drucker beworben und bin dann noch umgeswitcht in die Buchbinderei. Dieses Jahr waren es circa, also wir haben dieses Jahr circa 15 Azubis eingestellt um den Dreh, also durch alle Bereiche aber. Ja. Man braucht, um bei uns zu arbeiten, gerade in der Produktion, auf jeden Fall ein hohes Maß an technischem Verständnis. Die Ausbildung dauert 3 Jahre lang. Also um hier anzufangen, sollte man schon einen mittleren Schulabschluss mitbringen. Hohes Maß an technischem Verständnis. Man muss Spaß haben, mit Maschinen zu arbeiten und muss handwerklich mit anpacken. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr zupackender Beruf. Also Kompetenzen, um den Beruf des Medientechnologen zu erlernen, sind einmal ein technisches Verständnis, ein gutes Auge und ein relativ gutes Farbempfinden hat. Meine Arbeitszeit ist, an sich arbeiten wir im Drei-Schicht-System, und zwar Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Frühschicht ist von 6 bis 14 Uhr, Spätschicht von 14 bis 22 Uhr und Nacht von 22 bis 6 Uhr morgens. Also im ersten Lehrjahr lernen wir die Struktur der Firma kennen. Im zweiten Lehrjahr gehen wir an eine kleine Maschine, wo wir im Format 50x35 drucken. Da muss man ziemlich viel von Hand machen. Dann kommt man an die große Maschine im dritten Lehrjahr, wo man wo die Maschine schon ein bisschen automatisierter ist. Man muss nicht mehr alles messen. Die Platten werden von sich aus eingezogen. Also zu meinen täglichen Aufgaben gehört Schichtvorbereitung an der Maschine, an der ich arbeite, Drucken, selbst das Produkt begutachten, was rauskommt, alle Fehler beseitigen. Dies ist ein duales Ausbildungssystem. Wir lernen 2 Wochen im Betrieb, 1 Woche in der Schule, und unsere Schule ist in Wittenau, die Ernst-Littfass-Schule. Im Betrieb macht mir am meisten Spaß der Zusammenhalt in der Gruppe, die Drucker. Alle helfen sich, die Drucker helfen den Buchbindern, die Buchbinder helfen den Druckern. Am meisten Spaß macht mir hier, dass man das Produkt, glaube ich, vom weißen Bogen bis zum Ende verfolgen kann. Man sieht am Ende einfach, was man geleistet hat, und kann ganz stolz auf sich sein.